Selbst wenn ich nur einen Ort weiterfahre, es macht Riesenspaß, das Ganze im Wohnmobil aufzunehmen. Und deswegen bin ich nach Elze gefahren zu Christine Jakob. Genau. Christine, schön, dass du dir Zeit genommen hast und danke, dass wir über unser wundervolles Thema Awake, also Erwachen, reden können. Nun ist es ja so, dass für jeden das was anderes bedeutet, aber auch was anderes ist. Wie siehst du das? Also dieses Thema ist ja eine ganze Zeit schon irgendwie unterschwellig in unserem Gewahrsein und es kommt immer höher, immer höher. Und jetzt ist es so direkt vor den Augen, habe ich das Gefühl. Und für mich fühlt es sich so an wie etwas, wie ein Riesengeschenk, was wir uns selbst machen. Weil es kommt ja nicht irgendwo, dass es von außen passiert, sondern wir haben die Gelegenheit jetzt dazu. Und das bedeutet, dass wir erwachen im Sinne von verstehen. Und viele verwechseln das mit dem Thema Erleuchtung. Und für mich heißt erwachen, ich habe verstanden und erleuchtet ist, wenn ich es dann auch umsetzen kann, was ich verstanden habe. Und dieses Verstehen heißt einfach, dass man für sich angenommen hat, ich bin ein göttliches Wesen, was hier eine energetische Erfahrung macht, in einem menschlichen Körper. Und durch das Ego, was wir als Begleiter mitbekommen haben, fühlen wir uns getrennt von allem anderen, von allem, was ist, und haben vergessen, dass wir alles sind. Dass wir, wir nehmen einfach mal das Beispiel, ich bin du und du bist ich, wir sind das Gleiche. Wir sind das Gleiche wie jeder andere Mensch, wie jedes andere Wesen, wie der Wind, wie der Regen, wie alles. Und zusammen Gott. Und es geht jetzt wieder um die Selbstermächtigung. Also zu erwachen in unsere wahre Kraft und unser wahres Sein. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun oder dass man meint, man ist jetzt wahnsinnig besonders oder groß oder irgendwas. Ja, das sind wir. Aber wir müssen es ohne das Ego sehen. Ja, denn dann würden wir ja wieder ich bin irgendwas Besonderes, sondern wir alle sind ja das Gleiche. Und von daher ist es unglaublich schön, wenn wir in der Lage sind, dieses Ego zur Seite zu packen und unser Gegenüber so anzuschauen, als würden wir uns selbst anschauen. Mit ganz viel Liebe, mit Mitgefühl, mit Größe und zu sagen, alles, was ich für dich tue, tue ich auch für mich. Ja. Und in diesem Bewusstsein zu leben und nicht mehr zu gucken, was hat der andere, ich will das auch oder andersrum, wenn jemand mich was fragt, nee, gebe ich nicht, sondern ich weiß ja, ich gebe es mir selbst. Und einfach zu wissen, jeder andere ist auch gleichzeitig ich und wir alle sind eins. Und das ist, wenn man das verstanden hat, wir sind erwacht. Das andere ist noch, ist dann leben zu können. Ne? Das Verstehen und Leben sind nochmal eine ganz andere Nummer. Aber das ist ja der erste Schritt, es verstanden zu haben, erwacht zu sein und dann zu sagen, so, ich probiere das. Und es ist auch nicht einfach, das ist ganz klar. Jeder, der es verstanden hat, läuft erstmal los oder lernt, wie laufen lernen. Man fällt hin und denkt sich, war ich jetzt wieder nicht so, ich habe es zwar verstanden, aber ich kann es noch nicht umsetzen. Und da macht Übung einfach den Meister, immer wieder aufzustehen und neu zu probieren. Und irgendwann ist es ein Automatismus wie Autofahren, dann ist man in diesem Bewusstsein drin und dann lebt man es auch. Aber es ist natürlich eine Strecke, die man geht. Ja, und darauf freue ich mich. Hast du persönlich dann auch so eine Art erwachendes Erlebnis gehabt oder sind es bei dir viele kleine gewesen oder wie ist das bei dir gewesen oder wie ist es bei dir? Also so ein direktes Erwachen kann ich nicht abrufen, also ein Moment. Weil ich ja schon als Kind diese Verbindung zu Gott hatte, obwohl ich nicht in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen bin, habe ich immer schon mit Gott kommuniziert und habe das, was ich so ja in der katholischen Kirche, wenn ich dort war, gehört habe, nicht als wahr, also nicht alles, aber manche Sachen nicht als wahr angesehen, habe gedacht, das stimmt doch gar nicht und habe dann immer mit meinem Vater in der geistigen Welt geredet und da war immer schon so dieses, du bist wertvoll, dieses Echo kam zurück, so, dass man einfach schon in diesem Bewusstsein war, obwohl man in der irdischen Welt
versucht wurde, runterzudrücken, klein zu machen, auch durch Mobbing und so weiter, immer innen dieses Bewusstsein war, nein, du bist groß, du bist wertvoll, du bist mehr als das, was hier im Äußeren oder in diesem irdischen Körper ist. Und das hat mir immer die Kraft gegeben, weiterzumachen. Und dieses Erwachen war für mich, wenn ich dann etwas gelesen habe, ich habe ja unfassbar viel Bücher gelesen, spiritueller Art, und wenn ich dann was gelesen habe, ja genau, dann ging immer dieses Licht an, ja genau. Dieses, alles, was ich innerlich schon wusste oder geahnt habe, wurde dann bestätigt, wo ich sage, ja, das sagen doch andere auch und das fühlen andere auch und die haben auch solche Erlebnisse gehabt. Das war so ein Prozess einfach. Und jetzt in den letzten Monaten, ich sage mal in den letzten 2-3 Jahren, ist das so stark geworden, dieses Bewusstsein, einfach die Kraft zu sein und die Liebe zu sein einfach. Dass ich mir auch vorstelle, wenn ich meine Behandlungen mache, dass ich sage, ich bin die Liebe und diese Liebe wird jetzt den Menschen heilen in dem Bereich, wo es sein darf, wo er die Liebe annehmen kann, wo er die Heilung annehmen kann. Und dann auch nicht zu hinterfragen, was man denn als Mensch hier irgendwie Kleines vielleicht bewerkstelligen kann, sondern zu sagen, ich gebe alles, was ich habe, das ist die Liebe, die bedingungslose Liebe mit allem, was ich geben kann. Und dann schau, was passiert. Wie viel kann mein Gegenüber davon annehmen? Und lasse das los und gebe das ab. Und das ist ein ganz neues Bewusstsein, wo man einfach in dem Frieden auch ist. Und weil man kein Ego-Ehrgeiz hat, irgendwas erreichen zu wollen, sondern einfach sagt, ich bin jetzt voll Liebe, ich bin die Liebe und ich gebe das auf mein Gegenüber. Und schau, was passiert. Und da sind wunderbare Ergebnisse dann, wenn die Menschen diese Liebe annehmen können für sich auch. Und es ist alles im Flow. Das ist ja das Schöne, wenn man diese Gelassenheit dann hat und man merkt, ja, wenn wir göttlich geführt sind, da brauchen wir nicht zu ziehen oder zu drängeln oder so, sondern wir können ganz locker bleiben, aber wir müssen auf unsere Impulse achten. Das ist ein guter Punkt, Andreas. Ich habe es auch gerade wieder vor kurzem in einem Gespräch gehabt, dass jemand mir sagte, er würde etwas heilen wollen für sich und für seine Ahnen. Und jemand anders hatte ihm erzählt, er müsste da ein sehr ausführliches Prozedere abhalten, was alles zu tun wäre, weiß ich, 20, 25 Schritte, bis das dann erledigt ist. Und wo ich gesagt habe, nein, es ist einfach ganz einfach. Liebe dich selbst, liebe alle Menschen, die vor dir da waren und die nach dir kommen werden. Geh in die Vergebung und nimm alles, was da irgendwo zu heilen ist, in dein Herz und füll das mit deiner Liebe und dann ist gut. Ja. Jesus hat ja auch geheilt, indem er gesagt hat, glaubst du? Und wenn er gesagt hat, ja, Herr, ich glaube, dann war der geheilt. Da hat ja auch kein Riesenbrumborium irgendwie gemacht, sondern es ging einfach um die Liebe. Jesus hat diese Liebe gegeben und der andere seinen Glauben. Und dann durfte passieren, was dran war. Mehr ist nicht nötig. Und darum geht es eben auch jetzt in unserer Serie, dass wir den Menschen mal mitgeben, erstens mal, was ist nötig oder eben ist überhaupt was nötig oder eben nicht. Letztendlich ist es aber wichtig, dass wir eben mit unserem Verstand, den haben wir ja, verstehen, welchen Weg wir mit dem Herzen gehen können. Und dieses Zusammenwirken zwischen Herz und Verstand und letztendlich auch noch Ego in die richtige Bahn zu lenken. Und dann macht es allen dreien Riesenspaß. Genau. Und gerade dieser Erwachensprozess, der ja oft nicht unbedingt dieses Bumm ist, wo es dann hier ja, Bum genau, macht oder so, genau, sondern genau. Der halt übers ganze Leben geht, so wie du es berichtet hast, so wie es mir ja auch letztendlich gegangen ist, weil es kommt immer eine Kleinigkeit dazu, immer mehr Erkenntnis. Und das ist eben wichtig, dass man das dann reflektiert. Genau. Und dann geschieht dieses Erwachen. Und dieses Erwachen an sich, das ist eigentlich ein permanent andauernder Prozess. Man erwacht nämlich immer mehr. Genau. Wann das diese etwas steilere Kurve ist oder ob es das ganze Leben so geht, das ist doch jedem Menschen selbst erstmal überlassen. Und zum Zweiten, seine Seele hat sich den Weg so ausgesucht. Die Person, also der inkarnierte Mensch, bekommt immer wieder Impulse von Seele und Geistführer. Ja, wir haben den freien Willen. Entweder man nimmt die Impulse an oder man lässt es. Und ansonsten muss man halt nochmal inkarnieren. Wir inkarnieren sowieso ganz oft. Aber dann ist der Weg halt etwas länger. Bis der Moment kommt, wo man sagt,
Jetzt habe ich es verstanden. Und dann geht das wirklich so ab. Ja, und ich denke auch, dass jetzt eine ganz, ganz unglaublich, sage ich mal, glorreiche Zeit ist, in der wir uns gerade befinden, in diesem Aufstiegsprozess dabei zu sein. Was für eine Ehre, jetzt in dieser Zeit inkarniert zu sein. Und ich denke, dass es auch eine ganz große Chance ist für alle Seelen, die hier sind, schneller zu erwachen als in anderen Epochen. Und ich merke einfach, dass es manchmal ein Wort ist oder ein kleiner Satz, wo ich merke, da passiert etwas im Inneren, wo wirklich diese Augen so aufgehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wo sie vielleicht ein Stück weit für sich, ich will nicht sagen erwachen, aber merken, wow, da passiert was mit mir. Ne? Wenn Menschen mir berichten, dass jemand ihnen wehgetan hat und sie jetzt sagen würden, oh, das kann ich niemals vergeben und so. Und ich dann sage, schau mal, vielleicht gibt dieser Mensch dir nur die Gelegenheit, Vergebung überhaupt ausüben zu können durch das, was er dir angetan hat. Weil wenn du hergekommen bist, um vielleicht Vergebung zu lernen, wenn das dein Wunsch war, dann brauchst du doch jemand, der dir was tut, damit du vergeben kannst. Und vielleicht ist das dieser Mensch. Und in dem Moment, wenn ich dann auch die Liebe in dieses Herz fließen lasse, dieser Person gleichzeitig, dann merke ich, bom, so habe ich das noch nie gesehen, dieser Gedanke des anderen. Und wo dann einfach, ach so, dieses ach so, so habe ich das noch nie gesehen. Wow, und dann merke ich, wie es im Kopf rattert und die überlegen, wow, dann könnte ich ja so vielen Menschen vergeben und das könnten ja alles meine Lehrer sein und wie toll ist das denn eigentlich? Und dann fühlen sie auch dieses Glücksgefühl in ihren Herzen, was das ja dann auch auslöst, wenn man vergibt, ja, weil dann ist der andere frei und man selber ist auch frei. Und das ist so schön zu sehen, dass man mit einem einzigen Satz, einem Wort oder diesem Senden der Liebe bei jemand etwas in Gang setzen kann, was derjenige dann weiterführt. Wenn man in der kompletten göttlichen Anbindung ist, also quasi erwacht ist, ist Vergebung eigentlich wirklich noch notwendig? Ich sag mal so, das Gefühl ist etwas, was... also ich fange mal anders an. Ich glaube, dass das wie eine Treppe ist. Am Anfang glaubt ja die Seele, oder nicht die Seele, sondern der Mensch mit dem Ego, man ist getrennt. Einer ist Opfer, einer ist Täter. Und dann werde ich aktiv dem Täter vergeben, damit beide frei sind. Es ist eine Aktion, weil ich ja noch glaube, man ist getrennt voneinander. Und desto höher man auf dieser Leiter kommt, wobei diese Leiter keine Wertung hat natürlich, weiß ich irgendwann, wenn mir jemand was tut, da ist gar nichts zu vergeben. Da ist keine Schuld und es gibt nichts zu vergeben, sondern ich würde dann, wenn ich so weit oben bin auf dieser Leiter, jemand einfach nur anschauen und sagen, danke. Ja, danke für die Gelegenheit, dass ich jetzt eben etwas gelernt habe, dadurch, dass du etwas getan hast. Und ich das verstanden habe, dass du gerade mein Lehrer bist und ich lasse das los. Ich gehe mit uns beiden in diese Liebe rein und dann gibt es nichts zu vergeben, weil es auch keine Schuld gibt. Aber das geht, glaube ich, nicht von Anfang an. Das ist ein Prozess, der damit anfängt, dass man erstmal dieses Gefühl hat, ich kann vergeben, weil das ist für viele Menschen unglaublich schwer, weil sie noch nicht verstanden haben, dass der Gegenüber der Lehrer ist. Die dann sagen, wenn der meinetwegen meinem Kind was angetan hat, dann würde ich doch meinem Kind gegenüber, wie stehe ich denn da, wenn ich jetzt dem Täter vergebe? Ja, dieser ganze Zusammenhang ist ja noch gar nicht verständlich. Und dann ist das für die ein unglaublich großer Schritt, zu sagen, ich vergebe. Und darum glaube ich, da muss man ganz viel Geduld haben und jeden da auch abholen, wo er steht. Und das ist ein Prozess. Und irgendwann, wenn man eben schon so sehr weit ist, dann sagt man, es gibt nichts zu vergeben. Wenn jemand sagt, kannst du mir vergeben, dann würde ich sagen, was? Es gibt keine Schuld, es gibt nichts zu vergeben. Aber das ist ein Weg dahin. Das heißt, auch die Vergebung ist eine Stufe im Erwachensprozess. Ja, und zwar eine der wichtigsten, absolut. Ja, weil man ja weiß, dass die Vergebung, also es gibt so viele Menschen, die vor uns gegangen sind, die gesagt haben, Vergebung ist alles.
Vergebung ist absolut alles. Und das wissen wir ja auch durch Jesus, der gesagt hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist ja einer der Schlüsselsätze unserer Religion und des Glaubens. Und dem sollen wir ja auch folgen. Christine, hast du abschließend noch was für unsere Zuschauer, was zum Erwachensprozess wichtig ist zu wissen? Vielleicht jetzt gerade für Menschen, die zu Beginn dieses Erwachensprozesses sind. Ja. Was kannst du denen noch mitgeben? Ja, gerne. Ich denke, das Wichtigste ist zu verstehen, dass wir mit jedem anderen gleich sind. Ich versuche mal ein Beispiel zu sagen, womit ich denke, dass man es vielleicht ein bisschen besser erklären kann. Wenn ich ein weißes Blatt Papier habe, ein DIN A4 Blatt, und ich würde das jetzt in 200 kleine Teile machen und sagen, dieses weiße Blatt Papier ist Gott, ganz unversehrt. So, und jetzt hätten wir 200 kleine Teile, das ist ja auch immer noch Gott, nur klein geschnitten. Und jetzt nimmt man vom Mensch ärger dich nicht, so kleine Männchen, und packt sozusagen auf jedes kleine Schnipsel eins von diesen Männchen. Das ist das Ego, was oben drauf kommt. Und damit denkt plötzlich der eine, er ist getrennt vom anderen. Und der ist anders als der andere und überhaupt. Und dann kommen diese ganzen Konflikte, die da sind. Und wenn wir das aber wieder wegnehmen, dieses kleine Männchen, dann sind alles wieder kleine Schnipsel. Und wenn wir sie zusammenfügen, ist es wieder Gott. Und wenn man dieses System einmal für sich verstanden hat, dass das alles eine Illusion ist, was wir hier spielen, wie ein Computerspiel, in dem wir sozusagen eine Rolle spielen und unser Gegenüber auch, damit wir hier lernen und erwachen, dann kann man es annehmen und mit anderem Blick auf unser Gegenüber und auf eine Situation schauen. Und es ist auch egal, ob das jetzt etwas ist, wo man ein Elternhaus hatte, was vielleicht nicht so liebevoll war oder in der Schule gemobbt wurde oder am Arbeitsplatz oder in der Beziehung schlecht behandelt wurde, dass man versteht, hey, alles, was da passiert, ist für mich, für niemand anders. Es gibt mir die Gelegenheit, Vergebung auszuüben und die Illusion zu durchschauen. Und am Ende all diese Menschen, die mir was getan haben, an sich zu drücken und zu sagen, hey Leute, wir sind doch alle eins. Und da passieren einfach Dinge in uns. Und desto mehr wir das verstanden haben, desto mehr können wir in diesen Situationen dieses Ego zur Seite packen und uns erinnern, wer wir wirklich sind. Göttlich. Danke, liebe Christine, dass du uns hast daran teilhaben lassen. Ja, auch dir Dankeschön. Schön, dass du mit uns warst, dass du dich dafür interessiert hast und bin gespannt, was du uns vielleicht, wenn du magst, in die Kommentare schreibst, wie das bei dir war. Was du erlebt hast, was du wahrgenommen hast und vielleicht hast du auch so einen besonderen Schritt gehabt in deinem Leben, wo du sagst, ah, genau, jetzt, wo du das sagst, jetzt fällt mir es wieder ein. Das war's. Oder das sind ganz viele kleine Sachen gewesen. Ich bin gespannt. Und in dem Sinne wünschen die Christine Jakob hier aus Elze und ich dir wieder von ganzem Herzen alles Liebe.